Hallo und willkommen bei Rising World, mitten in der Höhle und dem Schlund der Finsternis. Wie läuft's da oben? Ich bin hier in meinem kleinen Häuschen und okay, na okay, Häuschen. Naja, Nein, Nefert, zwei wohnt auch mit dabei. Ziegelsteine. Rott Ein jetzt paar Stein mehr da oben, Ziegelsteine. Jungs. Ja, bitte, bring mal. Okay, ich hab zwar nicht viel, aber ein bisschen. Warte mal, bevor du jetzt hier irgendwie die Steine irgendwo in die Gegend schmeißt, werde ich jetzt eine Kiste machen. Und zwar ein Genau. Holzfass. Ich weiß zwar Holzfass. nicht warum, aber ich werde jetzt ein Holzfass machen. Und Hallo. das stelle ich mal hier hin. Na? Hier. Na cool. Hat 48 Inventarplätze. Hinter dir, Sunny, hinter dir. Ja, ich habe nur gerade den restlichen Stein eingesammelt und die Erde, die hier oben lag. Damit ihr das nicht tun müsst, bevor ihr euch da noch irgendwie in die Hüfte brecht. Ach, die ist schon gebrochen. So, ich lasse den Stein einfach mal droh übrig. Der weiß, glaub schon, was er tut. Ja, sagen wir es mal. Der Tisch sieht aber hier davor echt beschissen aus, oder? Ja, ich wollte auch gerade sagen, musstet ihr das alles so aneinander kleben? Ja, weil ich brauche Platz zum Arbeiten. Eigentlich müsste hier jetzt noch. Moment mal. Gib mir mal die Erde. Das ist Erde, ne? Warte mal. Genau. Ach, du hast die Erde genommen, ne? Ja. Gut. Ja, ich wollte Blöcke. Da, Block. Muss ich wieder den richtigen Steinziegel finden? Oh, nee. War denn das? Ich glaube, das war der, ne? War's der? Oder war's der? Ich glaube, der war's. Okay. Ach, hier kann man gedrückt halten. Also du kannst auch gedrückt halten bei diversen Sachen, ne? Das geht auch. Ich halt immer gedrückt. So, da muss man wieder runter. Gut, jetzt habe ich erstmal genügend Stein. Also ich spiele hier gerade Höhlenforscher und ich muss sagen, Alter, geht die weit rein. Das ist doch gut so. Oh, verdammt, jetzt habe ich einen ganz anderen Stein genommen. Ach, Also wir können. verdammt. Ich weiß nicht, wollt ihr sowas wie eine Lagerhöhle eigentlich machen oder wollt ihr das im Haus lagern? Weil die Höhle ist echt groß genug, um da alles drin zu machen. Alles. Rrr. Ja, Ah. nicht sowas. Du hast gesagt alles. Oh Mann. Pox, irgendwann schaffen wir es noch. Obwohl, ich möchte mal wissen, ob man kann ja hier, glaube ich, auch Betten bauen oder so, ne? Man kann richtige Betten bauen, ja. Ja, es gibt ja ein Etagenbett. Ob es vielleicht irgendwann später auch nochmal gerade für Pox Place und Toe Place ein Doppelbett gibt. Liebe Entwickler, macht uns meinetwegen Herzenbett oder so. Bitte, bitte. Apropos Betten, das werde ich jetzt mal machen. Die probieren wir jetzt mal aus, komm. Also, liebe Zuschauer, ja, wenn ihr das jetzt seht, ja, bitte, 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 gerade die Leute, die von der Rising World Community sind, treibt es den Entwicklern, der Pox und der Tro, die brauchen ein Herzensbett. Ja, wir brauchen ein Herzchenbett. Ja, sucht da Das mal klingt irgendein laut schönes gesagt. raus, dass wir das dann da echt aufbauen können. Und wir bauen es dann auch auf. Und dann machen wir uns wirklich da so eine kleine. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen gay. Nein, wir sind nicht gay. Also, wir sind nicht, ne, oder beziehungsweise wir sind nicht homosexuell, nein, keine Sorge, ich bin Alter, glücklich chill verheiratet. mal. Ja, aber trotz alledem, verdammt, achso, ich dachte, meine Steinwände. Ja, aber trotz alledem wollen wir unsere kleine Liebeshöhle da machen. So, Dro, wo darf ich denn die Betten hinstellen? Oh, meine Frau wird gerade eifersüchtig. Wo du die Betten hinstellen kannst? Ja. Hast du ein Bett schon? Ich habe ein Hochbett, ein doppeltes Hochbett, so gesehen, ja. Ich stelle es einfach mal Ja, hier hin, ich kann das es ja machen wir wieder für leer Gäste, würde ich sagen, oder? Toll. machen. Gerade hier am Platzieren, denn, oh, ich mache das jetzt mal hier hin. Ja, und du kannst es halt einfach knallhart benutzen. Kannst du es jetzt auch noch benutzen, wenn ich drin lieg? Yeah. Oh, du liegst ein bisschen falsch. Egal. Ich habe noch ein zweites Bett für den Droge, für den Zanrillas gemacht. Ach, wie geil ist das denn? Was? Ah, ich mache das die ganze Zeit falsch. Was hat er denn? Zack. Ja, was macht er denn, der Bub? Warte mal, ich zeig's dir. Geh da mal weg. Genau, Ach, warte, warte. alles auf einmal bauen. Ja, das wusste ich. Echt? So, zack. Ja, das wusste ich. Warum sagst du mir das nicht? Ich weiß nicht, ich dachte, du wusstest es auch. Nein, wusste ich nicht. Seht ihr, das ist die Kommunikation zwischen Pox und mir. Die funktioniert noch nicht so hundertprozentig. Ich habe immer Angst, wenn ich hier so einen Riss mitten in der Welt sehe, ob ich da durchlaufen soll. Auf einmal fehlt bei mir eine komplette Wand einfach. Ich Da komme mir kann ich vor wie bei der durchgucken. Bundeswehr.
Wollte es gerade sagen, also es ist jetzt sehr Bundeswehr-Style, oder? Ich könnte die anderen Betten ja auch noch machen, ist ja kein Problem. Allerdings brauche ich für die, glaube ich, Holz. Ne, genau, da brauche ich Holz. Bei denen hast du halt Metall gebraucht. Hast du schon eine Glasscheibe oder sowas? Nee, ne? Nein, aber kann ich machen. Moment. Bauelemente. 2x2, ne? Die Glasscheibe war 2x2, ja. Verdammt, brauche ich noch mehr Stein. Haben wir noch irgendwo Stein? Ich glaube, ich würde gerne welchen hochbringen, aber ich sehe meinen Weg nach oben nicht mehr. Ja. Ich leg das Glas hier auch mal hier in das Fass rein. Muss ich den Weg hier wohl noch mal ein bisschen besser machen. Den Weg hier noch mal ein bisschen angenehmer. Ja, danke, weil ich komme nämlich keine senkrechte Wand gerade hoch. Ich auch nicht. What the hell? Ja, du kannst aber auch Leitern bauen. Also, Pox, ich glaube, wir müssen mal eine Leiter bauen. Ich bin dabei. Auf jeden Fall angenehm. Alex, brauche ich dazu Holz und ich habe keins mehr. Ah nein, hier kannst du gleich das Eisen bauen. Ja, weil ich bräuchte nämlich mal so ein bisschen in Richtung Fackeln weiterhin. Jetzt pass auf. So, Leiter. Wie geht das? So. Müsstest du hochkommen, Sanrillas, oder? Dani, kommst du hoch? Ich hoffe es. Also wie gesagt, ich bin gerade durch die Welt geflogen. So. Hallo. Ja, also manchmal müssen wir halt diesen, ja, was weiß ich, Creative Mode starten. Na super, Pox. Da packst du eine Leiter hin, ne? Ja, ich wollte die Leiter eigentlich nur einfach mal ausprobieren. Man sieht den Weg von hier oben aber auch echt schwer. Ja, Pox muss da mal und, wegpassieren. Vielleicht sollten wir, also entweder Leitern oder wir müssen den Weg mal neu machen. Pox, die Leiter kriegt man nicht mehr weg, ne? Oh oh. Oh, doch. Ah, doch. Oh, gut. So, jetzt wollte ich... Stein wolltest du, den ich nicht mit hatte. Ich habe schon wieder andere Steine gebaut. Ich baue immer andere Steine. Du bist halt betrunken, oder? Kann das sein? Jo. Ich bin betrunken. Also dann baue ich jetzt hier wieder die Steine rein. Zack, 17 Stück. Und gehe wieder raus. Wieder Steine sammeln. Pox, kannst du hier mal ein bisschen das Gras wegmachen? Geht das? Verdammt, was ist denn hier? Hier ist ein Busch. Kannst du den Busch auch entfernen? Das weiß ich nicht. Nicht sterben, Tro. Also wenn sterben. Du kannst dir hier die Höhle einmal komplett ansehen, die ist komplett ausgeleuchtet. Bei der anderen brauche ich erst Fackeln. Ah. Cool. Was hast du jetzt davor? Willst du das Ding da wegmachen oder was hier, dieses Zwischending? Nee, das möchte ich lassen. Ich möchte das nur ein bisschen angleichen gerade. Was macht jetzt da unten eigentlich? Ich hol Stein. Aber ich weiß nicht, siehst du hier diesen Grafikfehler? Hinter mir? Nö. Bei mir sehe ich jetzt deine Füße. Hier ist bei mir nichts. Ich kann einfach durch die Wand nach unten gucken. No, da ist ein Riesenloch. Ja, da war ich aber noch nicht drin, dafür brauche ich Fackeln. Ja, hier ist wirklich eine kleine Ritze. Ja, und bei mir ist die ziemlich groß. Und wenn ich da jetzt was wegschlag, dann ist sie weg. Jetzt geht sie weg, oder? Bei dir auch, nein? Ja, aber nur ein Stückchen. Bei mir ist da gar nichts, also ich weiß nicht, was ihr da habt. Jetzt ist ganz weg. Naja. Gut, so, dann gehe ich mal wieder hoch und hoch und was ist denn das? Könnte vielleicht daran liegen, dass ich mit dem Dingens dran war, mit dem Sledgehammer. Ja, wahrscheinlich. Mit dem Sledgehammer? Apropos Ritze, hier ist auch eine. Fox, wir wollen nicht über... Egal. Was? Jetzt hast du angefangen, jetzt musst du auch weitermachen. Ja. Was wolltest du jetzt eigentlich mit der Sense vorher nochmal, ja? Erzähl mal, Tro. Der Eingang, den sieht man nicht zur Höhle von Sonrillas. Okay. Kümmere ich mich drum. Sind das jetzt hier die... Wieso hast du eine Toilette in den Raum gestellt? Ich weiß nicht. Musst du nicht mal aufs Klo? Ne? Ich bin aufs Bett drauf. Schön. Jetzt muss ich bin Minecraft geschädigt. Wieso? Als Pox gerade angefangen hat, das Gras zu schneiden, habe ich gedacht, es steht ein Creeper hinter mir. Creeper! Jetzt muss ich extra die Toilette abbauen. Ich glaub's ja nicht. Du kannst doch nicht die Toilette abbauen. Doch, kann ich. Was ist, wenn jetzt einer aufs Klo muss von uns? Hat er Pech gehabt. Machen wir uns eine extra Toilette, so. Hat der Sanrillas mittlerweile Stein nach oben gebracht? Nein, ne? Nein, ich bin gleich unterwegs. Okay, gut. Dann hole ich jetzt mal ein bisschen noch Holz. Hier ist eine Kuh. Kann man auf der reiten?
Legt ihr mir dann bei Zeit wieder Fackeln rein, dann kann ich die anderen nachher machen. Ja, geschlafen, die Kuh. Die Kuh hat wortwörtlich geschlafen. Cool. Ja, es ist ja auch Nacht. Schlafen. Ist ja Nacht, da kann man das schon mal machen. Hi, Kuh. Also jedes Mal, wenn ich aus der Höhle komme, ist der Fehler wieder da. Okay. Und das Schöne ist, durch diesen Fehler sehe ich auch den Gang nach oben direkt nicht mehr. Das ist interessant. Na okay, man muss, wie gesagt, immer bedenken, es ist ein Early Access Alpha. Sie ist sehr weit fortgeschritten, ja. Und sagen wir es mal so, das Spiel würde von mir jetzt aktuell... Wie viel Prozent würde es jetzt gerade bekommen? Na, 80. 80 also, würde ich jetzt geben. Ja, Begründung, ja, 10% mehr für das Herzensbett. War ja klar, dass ja, das jetzt definitiv kommt. Definitiv, ne? Nein, könnte ich jetzt noch gar nicht geben, wir müssen es erstmal weiter erkunden, aber ich muss ehrlich sagen, was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich sage ja, das Spiel hat Riesenpotenzial. Ja. Bis jetzt. Gerade der Pox und ich, wir können das ja sehr gut beurteilen. Wir haben ja viele... Ich mach mal eben den Relog. Sandbox-Games gespielt. Ja, Sufforge, Rust, Life is Futile spielen wir aktuell immer noch, genauso wie Rust. Wir haben, was haben wir noch gespielt? Minecraft. Wir spielen zu viel Sandbox. Terraria. Ja, wir sind sozusagen die Sandbox-Veteranen. So, wo war denn unser Haus? Ach da. Zum Glück sieht man es jetzt, ja. Ich werde mich jetzt da oben um mal ein paar Ich werde mich jetzt mal um ein paar Fackeln hier oben kümmern, obwohl es jetzt hell wird, verdammt. Ich habe wieder Connection Errors. Hast du wieder? Das ist natürlich schlecht. Hast du das Haus nochmal abgebaut, Tro? Nein. Weil bei mir stehen nur noch die Betten da. Ja, genau das meine ich halt. Wenn du dich zu weit entfernst, dann lädt er das nicht mehr richtig. Und jetzt komme ich nämlich nicht mehr auf den Server. Muss man die Chunks auch entsprechend, glaube ich, wieder laden. Das ist halt das Problem. Box ich jedenfalls den Rest noch? Ja, hier die Bänke und dich und das alles sehe ich schon. Allerdings. Du kannst auch durchrennen. Wo, durchs Haus? Ja, ich sag ja. Du rennst durch die Wand durch. Ja, und ich krieg nur Connection Errors. Ach man, liebe Leute. Ja, also liebe Entwickler. Early Access halt. Genau. Dann würde ich sagen, endet meine Aufnahme hier mal. Haut da nochmal ein bisschen nach, haut da nochmal ein bisschen was raus. Jetzt habe ich gerade das Falsche gebaut. Egal. Ich wollte jetzt eigentlich ein paar Sachen bauen. Weiß nicht, ob das Bauen noch was bringt. Doch, siehst du, ob ich das baue? Nein. Baust du gerade? Doch, oh ja. Du baust jetzt gerade einen Boden. Ja. Und zwar neben dem alten Haus. Nee, ja. Okay. Wie schnell man das hier bauen kann, ne? Ja, auf jeden Fall. Das könnte man sich auch manchmal in Minecraft wünschen. Klar, es gibt dafür diverse Mods, aber... Ich würde mal sagen, hoffen wir mal, dass das nur ein Bug ist, dass ich das jetzt nicht sehe und wir alles nochmal in der nächsten Folge von vorne bauen müssen. Ach, Quatsch, müssen wir nicht. Das wird ein Bug sein, denke ich. Alleine halt, weil bei mir unten das Gebiet immer wieder gleich aussah, als wäre da gar nichts dran gemacht worden. Okay, jetzt kann ich hier die Fensterscheibe platzieren. Ah, Box. Die Fensterscheibe? Die Fensterscheibe? Ja, die sind hier in der... Nee, siehst du die? Ich hab die auch da platziert. Achso, ja, kannst ja schlecht sehen, weil... die doch, ist ja auch da, ich sehe sie in der Luft schweben, ja. Genau. Cool. Klar. Hat was, das hat was. Das ist definitiv episch. Verdammt, Pox, hast du noch Holz? Ich hab noch ein bisschen Holz, ja, aber ich würde mal sagen, wir... Warte, ich möchte noch ganz kurz einmal was zeigen, bitte. Also gut. Pack mal ein bisschen Holz rein. Hier. Oder meinetwegen, du bist ja der Inneneinrichtungstyp. Hier. Bau Sofa. Was, ich baue ein Sofa? Okay, dann bauen wir ein Sofa. Sitze. Couch. Couch, Couch, Couch. Was, 24 im Holz brauche ich da? Oh mein Gott. 24 Holz. Oh, ich hab grad mal 4. Ja, ich hab schon, passt schon. Tische, Sitze, Couch. Leider gibt's sie momentan nur in... Oh nein, ich hätte die Farbe ändern können. Boah, es gibt ein übergeiles Leopardenmuster und ein Tarnmuster.
Ach nein, hätte ich mir das vorher angeklickt. Scheiße. Ja, liebe Leute, da seht ihr dann mal, was der Pox macht. Wenn du auf G drückst, kannst du übrigens auf den gebauten Böden ein kleines Grid einschalten. Nee. Ich weiß nicht, was es bringen soll, aber... Ich wollte gerade sagen, sind die Blöcke nicht selber Grid genug? Ja, aber du kannst noch ein Grid-Grid einblenden. Ein Grid-Grid? Ja. Das ist natürlich... Oh, und vor allem... Rasten dann die Objekte ein. Okay. Naja, wir haben jetzt halt eine Couch mit Aussicht nach draußen. Ich wollte gerade sagen, dann muss ich aber hier. Ne, die musst du nochmal abbauen. So leid es mir tut, ich baue nochmal. Ja, dann müssen wir halt noch eine neue bau machen. Ab. Hast du genug Holz? Brauchst 24 Holz dafür, ja. Und dann guck mal an der Seite, das sind, wo sich die Couch so dreht, das sind so Pfeile, da muss man durchklicken. Da gibt es die übergeilen Muster und ich hätte gerne die Leoparden-Couch. Werkbänke, Betten, Badezimmer, Geländer, Kisten, Dekoration, Türen, Betten, Schränke, Tische, Sitze. Couch. Oh, cool. Leopardenmuster. Ah. Ist doch geil, oder? Erstellen. Und dazu sogar ein Bürostuhl. Oh, Thron aus Holz und aus Stein. Welche Andeutung der Thron aus... Na, egal. Dazu noch den perfekten Gartentisch, Beistelltisch, Schreibtisch, kleinen Tisch, Wohnzimmertisch. Haben sie sowas auch? Küchenzeile. Ach du meine Güte. Oh je, es gibt sogar Ecken. Mit Spüle. Als Hälfte. So. Als Drittel. So, also G meinst du, muss man drücken, ja? Passiert bei mir zum Beispiel gar nichts. Aber erst wenn man das platzieren möchte. Ah. Bitte was? Weiß nicht, was du meinst. Ja. Weg da will ich es platzieren. Ja. Ganz ruhig. Warte mal. So. Couch platziert. So. Box. Wow, komm, lass uns zum Abschluss auf unser Kuschelsofa. Warte, ich bin noch nicht fertig. Okay. Warte. Ich hoffe, das geht so, dass man da durchkommt. Ich hoffe, das funktioniert. Tatsache, Perfekt. Das geht. Perfekt. Warum sitze ich eigentlich so weit oben? Ich wollte gerade sagen, also da... Da müssen wir noch ein bisschen nachbessern. Warte, bleib mal sitzen, dass ich... Ich wollte es gerade... Okay, gut. So. Ich gehe einmal drauf. So. Okay, du sitzt also praktisch hinten auf der Lehne. Ja, so gesehen schon, ja. So, jetzt kann ich einmal ganz kurz gucken. Ja. Ja, also von hier würde ich sagen, man sitzt auf der Lehne, aber da muss noch mal ein bisschen was gemacht werden. Ja? Egal. Aber ansonsten möchten wir uns mit diesen schönen Bildern verabschieden, mit unserer kleinen Couch hier im Leopardenmuster. Und jetzt warten wir nur noch auf das Bett in Herzform, ja, wie man es so in manchen... Film kennt. Ja, und dann verabschieden wir uns ganz herzlich und bedanken uns erstmal für das tolle Spiel und ja, eure Klicks sind es, die dieses Spiel pushen, eure Views besser gesagt, teilt es, liked es, kommentiert es, ja, und je mehr Leute sehen es, ja, und damit gebt ihr den Entwicklern auch die Chance, dieses Spiel auch zu pushen, weil die Leute es dann haben wollen. Also, ich sage dann in dem Augenblick, ich bin euer Tro, haut rein, tschüss. Ciao. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.